Moin Leute, und da sind wir wieder zurück zum Let's Play. Gothic 2, die Nacht des Raben. Im Canyon geht's weiter. Wir werden als erstes ein paar Ratten erledigen. Und och. Wüstenratten. So. Das war's auch schon mit den Wüstenratten. So, damit wir schneller immer von den Wassermagiern zum Piratenlager kommen, habe ich, ja, sehen wir hier, da. Zack. Wo ist Merdarion? Da. Warte mal. So. Ich habe eine. Gib mir die nächste. Natürlich. Was schwierig. Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Nein. Egal. Nein, wir reden jetzt einfach mit Saturas, ja? Zum Tempel, Teleporttempel, wie auch immer. Da haben wir Saturas. Ey, Saturas. Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Jakendar. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Aha. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Interessant. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Jakendar beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Adanos möge dich schützen. Interesting. Riordian war es, ne? Ja, das kann nur der Riordian sein. Da hinten ist er. Hey, Riordian. Hey. So, Saturas schickt mich. Saturas schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Jakendar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Interessant. So. Du. Dann wollen wir doch mal zurück zum Canyon, wa? Ja, da müssen wir den da nehmen. Denke ich mal. Ja, Canyon. So. Und falls ihr so ein Klopfen hört, da sind meine Nachbarn, die hier mal irgendwie den ganzen Tag schauen. Das ist ja echt zum... Oh. Ich könnte kotzen, deswegen... schon wieder 2? Habe ich nicht 2 erledigt? Alle? Oh. Ja, irgendwann hört das Klopfen vielleicht auch mal auf. Es geht ja schon echt auf die Nerven. Schnauze! Die wollen mich echt verarschen. Ich glaube. Joa, dann speichere ich mal hier und warte mal kurz, bis sie aufhören zu hämmern. Das ist ja echt... es geht nicht so weiter. Also, bis gleich. Moin Leute, und da sind wir wieder zurück zum Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Monster... Du fühlst dich erfrischt. Ja, schön. Da hinten sind wieder solche Viecher gespawnt. Keine Ahnung.
Schmeckt saftig und frisch. Nee, wirklich. Deswegen fressen wir doch das Ganze. Ja, komm, damit wir einen sicheren Rücken haben. Ey, ihr da. Du kannst durch Bäume gehen, ne? Aber ich nicht. Fang euch Schrecke, du. Und ja. So. Die letzte kann... Ey, jetzt fangen die wieder an zu hämmern, oder was? Gerade wo ich wieder Let's Play, oder was? Was soll ich scheiße? Ist mir ernsthaft. Oh, Glitzer, Glitzer, Fokus. Mein Gott. Ich muss gleich wieder nochmal die Aufnahme stoppen. Wegen den Eulen. Zack. Oder? Ah, meine Fresse, ey. Ne, da muss ich doch mal stoppen. Kann ich noch nicht weitermachen. Ja, ist gut, ich stopp ja schon hier auf. Meine Fresse, das ist ja... Boah. Also müssen wir uns doch noch mal gedulden, damit das Hämmern endlich mal aufhört. Ach, jetzt ruhig speichern, ne? Hört's auf. Beim nächsten Hämmern, dann höre ich aber wirklich auf zu Let's Playen. So. Also, bis denn, Leute. Wir brechen das mal ab. Moin, Leute, da sind wir wieder zurück zum Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich hoffe nun, das Hämmern hat jetzt endgültig mal ein Ende. Nach so langer Zeit. Razor! Uah. Nichts zu holen. Ja, ja, ja. Also es gibt zwei X hier, ne, um das mal klarzustellen, die ich jetzt hier aus dem Kopf noch weiß. So, als erstes ist einmal in der Mine da hinten, ich drehe mich mal dahin, da, und einmal hier irgendwie so, hier hinter so einem Felsen, da ist auch was. Ich weiß nicht, Schlägerei. Ich könnte mich einmischen. Wer gewinnt wohl? Oh, das wird... Oh, das sind zu viele. Das sind immer noch zu viele. So. Fängt auch schon mal gut an, ne? So, ein bisschen fressen. Mit der schön, ne? Ihr wisst schon, leben und so. Komm, einmal Wein. Und ich höre die doch schon schmatzen, diese Viecher. Ich möchte die noch erledigen. Zwei Stück, wenn zwei auf einmal mich angreifen. Ich weiß nicht, ob ich das packe. Haben wir denn Hilfsmittel? Ja, ganz viele Hilfsmittel. Dann können sie ja zu Ratte verwandeln. Mal gucken, ob wir einen töten. Ach komm, das ist jetzt mal hier ein Speicherständle machen. Hä? Und dann, mal gucken, wenn wir einen anstupsen mit unseren Pfeil, ob da irgendwie... Oder... Gut. Hua! Wow! Deiner hat wenig Bock, mich anzugreifen, das ist gut. Aua! Ach ja, bei denen kann ich nichts plündern. Ey, du. Endlich hast du reagiert. Ah, verdammt. Irgendwie läuft das gerade nicht so gut. Zack.
zack und zack. Oh, Fleisch. Ich glaube, hinter diesem Felsen müsste die Kacke sein. Tränke. Schön Pflanzen, die Mine begutachten wir gleich. Oder ist es da oben? Ich glaube, da oben. Ja, da sind die... Aha. Wir können... ja. Okay, Wölfe. Wuff, wuff, wuff. Oh, die hauen aber zusammen rein, du. Aua. So. Also zusammen hauen die doch schon ein bisschen rein, wa? Zack, aber ich hab Fleisch. Ich glaube, hierfür benutzen wir doch mal ein Tränkchen. Und dann nochmal schön zweimal Butterfleisch. Und da haben wir es doch schon. Nachher können wir da nicht hoch. Ich meine, hier ist es jetzt. Also, oh, na komm. Jawohl. Einmal schön die Spitzhacke rausholen und dann. Ich sagte, und dann. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lederbeutel, ich glaube, das ist es nicht. Ein Runenstein. Interesting. Oder ist das hier? Ah, ja. Ein Lederbeutel. Ich habe hier noch einen Lederbeutel. Und noch einer. Kopf der Fangheuschrecke. Ja, das ist aber schön. Na gut, dann müssen wir die Mine bekundschaften. Oder so, wie man es nimmt. Ah, okay, einen anderen Weg hätten wir auch gar nicht hier hingefunden. Ja, ja, dann ist ja gut, dass wir den einen Weg hier genommen haben. Der Canyon. Eine schöne, schöne Gegend. Aber auch gefährlich. Ich will da trotzdem oben nochmal hin. So ist es ja nicht. Da oben möchte ich hin, da wo die Riesenratte da... Ach komm, machen wir jetzt, wo wir schon hier nach oben gehen. Ich glaube, hier ist auch gar nichts, oder? Ach, die lebt ja noch. Ich dachte, das wäre eine Leiche. Erfahrung plus 100. Yeah! Bitch. Hier ist ja nichts. Ja nicht. Nix. Nada. Niet. Ui. Ich fühle mich leicht verarscht. Dann müssen wir halt... Ja, dann nehmen wir den Weg. Ich hoffe, das ist die Mine. Ich glaube, das ist auch mit die einzige. Nee, mit Skeletten ist ja noch eine. Das wüsste ich aber noch. Haben wir hier noch was Interessantes? Ja, Klärchen, eine Pfanne. Und all drum und dran eine Spruchrolle. Und zwar der Blitz. Ja. Ist ja gut. Haben wir hier noch was? Ich denke nicht. So. Ich sehe schon hinten den Minecrawler. Müssten wir eigentlich packen, oder? Ja, müssen... Aha, ein Tränkchen. Gib Ruhe. Komm her. Gib Ruhe. Ich hoffe, ihr seht genug. Okay, jetzt seht ihr ja den Minecrawler. Der Schlag hat gesessen. Da hinten ist auch noch ein Minecrawler. So, Butterfleisch. Dunkelpilz. Butterfleisch. Wo haben wir jetzt alles? Ja, guten Morgen, der Herr. Oh, mein Call of Warrior. Ging einfacher down. Nichts zu holen. Aha. Trichtstab. Ein Lederbeutel wieder.
Komm, da stehen wir mal jetzt ein bisschen im Licht. Also was hatten wir nochmal aufgehoben? Ein Lederbeutel. 100 Gold, ja. Und irgendwie so ein Richtstab. Ah. Nun gut. Unser Stäbchen hier, ne? Das ist ein bisschen besser. Ich höre noch meinen Crawler. Und das ist ein normaler. Aua! Aua! Zack! In die Fräse da. Ah. Aber als erstes noch, damit wir dort nicht vergessen. Dunkelpilz, Dunkelpilz und Butterfleisch. Yum, yum, yum. So, was haben wir hier? Dunkelpilz, 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 Butterfleisch. Und eine Spitzeye. Und nix. Yes, sir. Und Schatzkiste. Ja, ich glaube, das ist es nun. Das müsste doch hier Francis Zeug sein. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Haufen Zeug erhalten. Ja, schön. Jetzt haben wir, ja. Befehle. Ach, Dexter. Was haben wir hier? Tagebuch von Cornelius Nachricht. Ah, nee. Das ist das auch nicht. Heuerbuch. Aha, ja. Ganzes Heuerbuch. Der Mann scheint sich eine Menge Gold in die eigene Tasche zu wirtschaften. Boah. Das ganze Gold kann er mir ruhig...